Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Falco Block und ich darf Sie wieder ganz herzlich zum Webinar der DZ Bank begrüßen. Ja, ich hoffe, Sie alle haben das Wochenende genießen können. Ich glaube, es war nicht in allen Teilen der Bundesrepublik traumhaftes, schönes Wetter. Es ist deutlich abgekühlt, aber vielleicht für die eine oder andere Aktivität ja doch durchaus angenehmer. Ja, bei uns in Frankfurt zum Beispiel fand hier am Wochenende wieder das große Museumsuferfest statt, das größte Kulturfest hier in der Region. Ich habe heute noch mal nachgeschaut. Also das Stadtmarketing sagt 1,8 Millionen Besucher innerhalb von 3 Tagen. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Insgesamt 1000 Stände, 16 Musikbühnen, 23 Museen haben teilgenommen. Ja, also kann man sagen, war viel los hier, gute Stimmung und das war doch recht schön. Demgegenüber muss man eigentlich sagen, Stimmung an den Aktienmärkten kommen, zumindest was Europa betrifft, eigentlich nicht so richtig auf. Also eher lustlos muss man sein. Die Märkte wissen nicht so recht, wohin soll es gehen, rauf, runter. Ja, irgendwo ist es relativ tendenzlos. Dafür gibt es aber auch einige. Ja, Gründe kann man sagen, die diese unschlüssige Tendenz auslösen. Wir haben da einmal den Handelsstreit zwischen den USA und China, der ja nahezu wöchentlich immer wieder mit neuen Ankündigungen für Sanktionen in Milliardenhöhe am Kochen gehalten wird. Wir haben in letzter Zeit auch eine rekordhohe Anzahl von Gewinnwarnungen von Unternehmen, wie wir sie also seit langer Zeit nicht mehr hatten. Und die Unternehmen sind natürlich auch recht stramm bewertet in manchen Teilen. Und wenn entsprechend dann hier mal die eine oder andere Gewinnwarnung oder auch nur Prognoseverfehlung kommt, werden die Unternehmen doch hier teilweise kräftig abgestraft. Wir hatten zuletzt auch schlechte Nachrichten, beispielsweise von Schwergewichten wie Continental oder auch die Kurseinbrüche wie zuletzt bei Bayer durch die Probleme bei Monsanto. Das belastet natürlich alles die Marktteilnehmer. Ja, ganz anders sieht dagegen der aktuelle Markt aus, wenn wir uns auf die US-Seite begeben. Der Leitindex S&P 500, der strotzt geradezu vor Kraft, muss man sagen, und kennt eigentlich nur eine Richtung. Immer weiter steil bergauf und der Bullenmarkt währt nun mittlerweile bereits über 9 Jahre. Ja, da stellt sich natürlich schon die Frage, wird es nicht langsam mal Zeit für eine ordentliche, in Klammern gesunde Korrektur, die eigentlich, ich sag mal, diesen steilen Weg bergauf mal so wieder ein bisschen ins Lot bringt und die Indizes, ich sag mal, auch von den relativ hohen Bewertungsparametern wieder in gesundere Dimensionen schrumpft. Ob dem so ist und wie sich die kommende Marktentwicklung darstellen dürfte, das zeigen uns heute wieder unsere Referenten der Trading-Gruppe 2.0. Ich stelle sie Ihnen kurz wieder vor. Da haben wir, Sie sehen es hier anhand der Bilder, Ingmar Königshofen, dann René Wolfram und Stefan Feuerstein, die uns heute wieder mit ihren Analysen beglücken würden. Und von meiner Seite einen schönen guten Abend, die Herren. Ja, hallo Falco und natürlich hallo an die Runde. Freut uns, dass wir wieder mit Servus. dabei sind. Ja, die Dauer unseres heutigen Webinars, wie gehabt, eine knappe Stunde, je nachdem auch, ob und wie viele Fragen bei uns nachher im Chat einlaufen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch gleich mit unserer Agenda. So, wie immer, wir starten mit Ingmar Königshofen. Ein Rückblick zum letzten Webinar der Trading-Gruppe. Das war am 13. August, hatte ich mir notiert. Dann gehen wir über zu den Analysen. René Wolfram und Stefan Feuerstein werden heute DAX und Silber einmal mit Hilfe der Sentiments und der technischen Analyse bewerten. Und zwischendurch möchte ich Ihnen da wieder zeigen, wie Sie mit Hilfe des DZ Bank Guidance Desktops auf der einen Seite und der DZ Bank Derivate Seite, also dort mit dem Produktfinder, die vorgestellten Analysen in eine konkrete Trading-Strategie für sich selbst umsetzen können. Fragen? Letzter Punkt. Können Sie gerne wieder zwischendurch im Chat einstellen. Wenn Sie da Nachfragen haben, dann versuchen wir die zwischendurch immer gerne direkt zu beantworten. Wenn es vielleicht für allgemeine interessante Frage ist, dann nehmen wir die vielleicht ganz zum Schluss nochmal auf und werden sie dann beantworten. Wenn es irgendwelche Fragen sind, wo wir sagen, da müssen wir selber nochmal nachschauen, weil sie vielleicht zu umfangreich oder wir selber erstmal nachschauen müssten, woran es denn gelegen hat, wenn Sie da was haben, dann würden wir das entsprechend ausführlicher, wie immer, in der Nachgangs-E-Mail beantworten. Ja, bevor wir beginnen, auch heute wieder unsere Hinweis auf die rechtlichen Hinweise. Wie immer, das Webinar richtet sich ausschließlich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten und die in diesem Webinar besprochenen Produkthinweise zu Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Es handelt sich also hier um keine Anlageberatung. Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko, insbesondere das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts, bei Turbozertifikaten oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen und natürlich das Ausfallrisiko des Emittenten. So viel von meiner Seite. Jetzt
würde ich gerne wieder an Ingo übergeben für einen Rückblick des Webinars vom 13. August und möchte dich bitten zu übernehmen, Ingo. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Falco, für die einleitenden Worte. Du hast schon gesagt, wir machen es natürlich wie immer, dass wir auf das letzte Webinar, wo wir dabei waren, zurückblicken. Das war, wie du richtig gesagt hast, am 13.8. Dort hatten wir zwei Strategien aufgezeigt. Einmal auf Rohöl, auf WTI genauer gesagt, und einmal auf den DAX. Und wir wollen heute einfach mal schauen, ob diese Strategien zum Zuge gekommen sind oder vielleicht sind die auch gar nicht ausgeführt worden. Von daher macht natürlich immer ein Rückblick dementsprechend Sinn. Was hatten wir gesehen? René hatte aufgezeigt, dass die Vorfilter einen Short-Einstieg präferieren. Und laut Stefan sollten wir aber abwarten, bis es eine entsprechende Preisbestätigung gibt aus der Chartanalyse. Wir sollten also erst in diesen Short einsteigen, sollte der Rohölpreis auf 63,50 oder darunter fallen. Also wurde für den entsprechenden Short ein Stop-Buy platziert bei $63,50. Mit den Zielen bei 58, 55, 53, 50, 47 und sogar 43 und einem anfänglichen Stopp von 71. Und ganz unten sehen wir, aktueller Kurs ist 68, 70. Jetzt natürlich die Frage, sind wir überhaupt ausgeführt worden? Und hier sehen wir eben, das Webinar hat ja im August stattgefunden, am 13. Das müsste hier gewesen sein. Und sinnvollerweise wurde eben der Stop-Buy bei 63 50 gesetzt, also unterhalb dieses Tiefs, was wir hier gesehen haben. Und wir können eben erkennen, dass der Rohölpreis entgegen unserer Meinung eher wieder ansteigen konnte. Das heißt, der Short wurde nicht gekauft, diese Marke von 63,50 wurde nicht getriggert. Von daher haben wir uns eben nochmal kurz geschlossen und werden diese Order auch zunächst einmal streichen. Wir lassen die nicht im Markt, sodass wir hier ja im Endeffekt auch in naher Zukunft eher nach einem neuen Einstieg suchen werden. Und dementsprechend werden wir natürlich darüber hier in diesem Webinarreihe auch informieren. Aber wie gesagt, Order wird gestrichen. Wir sind nicht zum Zuge gekommen, da das letzte Zwischentief nicht unterschritten wurde. Von daher, ja, schauen wir eben, wie es dann in Zukunft weitergeht. Die zweite Strategie war eine DAX-Strategie. Hier zeigten die Vorfilter auch einen Short-Einstieg an. Und auch hier sagte Stefan, wir sollten einsteigen mit einem Stop-Buy bei 12.050 Punkten, mit den Zielen bei 11.700, 11.400, 10.800, 10.000, 9.200 und sogar 8.800 Punkten und einem Stopp bei 12.760. Lassen Sie sich nicht irritieren, dass das hier grün ist. Das Ziel wurde natürlich nicht erreicht, denn was auch hier passiert, wir wurden gar nicht erst ausgeführt. Die 12.050, die wurden extra auch wieder so gesetzt, diese Marke, dass wir erst ein neues Tief hätten erreichen müssen, bevor wir dann entsprechend in diesen Short einsteigen. Aber man sieht, wir sind genau hier an dieser Unterstützungszone um 12.100, 12.150 wieder nach oben abgedreht. Von daher auch hier sinnvoll gewesen, dass wir nicht einfach blindlings durch die Vorfilter eingestiegen sind, sondern immer noch die Chartanalyse auch zu Rate ziehen und dann entsprechend erst einsteigen, wenn es ein neues Zwischentief gibt, dann auf der Short-Seite oder ein neues Zwischenhoch oder ein Mehrtageshoch, dann eben auf der Long-Seite. Das ist ja genau das, was wir immer wieder sagen, warum wir auch so genauso arbeiten. Die Vorfilter geben uns nur die grundsätzliche Richtung an, aber sind kein perfektes Timing-Instrument. Und da wir die Charttechnik dann eben noch einbeziehen, das Ganze, versuchen wir dadurch, das Timing besser hinzukriegen und entsprechend dann alles auf unserer Seite zu haben, sodass dann die Charttechnik eine klare Sprache spricht, wie auch die Vorfilter. Und wenn beides in die gleiche Richtung zeigt, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, auch einen Treffer zu erlangen mit diesem Trade. Aber man sieht eben, dass es auch sinnvoll ist, so vorzugehen. Denn hier, wenn wir einfach blindlings eingestiegen am 13.8. in den Short, dann wären wir jetzt schon im Minus. Und so haben wir eben abgewartet, ob es ein neues Zwischentief gibt, ob diese Unterstützungszone hier nach unten durchbrochen wird. Wurde sie nicht. Also sind wir gar nicht ausgeführt worden. Und wir haben heute ja auch wieder den DAX mit dabei, werden auf Silber noch schauen und auf den DAX dementsprechend. Von daher möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte zum Rückblick verlieren, würde an dich, René, übergeben, dass wir dann entsprechend jetzt zum DAX auch überleiten und uns anschauen, ob die Vorfilter immer noch einen Short-Einstieg präferieren. Und dann bin ich gespannt, wenn es so sein sollte, ob der Stefan bei 12.050 den Stop-Buy für den Short liegen lässt oder die Strategie eventuell abändert auf ein aktuelles Niveau oder eben ein Limit vielleicht setzt oder ein Stop-Buy. Da bin ich gespannt und wünsche Ihnen viel Spaß. Falko hat es schon gesagt, sollten Sie zwischenzeitlich Fragen haben, dann einfach in den Chat schreiben, dann werde ich dort entsprechend antworten oder die Fragen an den René oder den Stefan weitergeben. Dann geht das Wort jetzt an dich, René. Viel Spaß. Ja, danke Ingmar, auch von mir. Hallo in die Runde. Wir beginnen mit dem DAX und schauen uns zunächst einmal die Saisonalität an. Wir haben das ja auch beim letzten Webinar schon getan. Und es gibt,
Natürlich jetzt keine komplett entgegengesetzte Entwicklung. Das wäre sehr seltsam, wenn sich da auf einmal innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen alles verkehren würde. Wir haben uns auch damals schon die Saisonalität angeschaut und haben gesehen, okay, auf der Short-Seite hat man, wenn man etwas versuchen möchte, hat man so ab Mitte, Ende Juli ganz gute Karten. Da hat der Markt in vielen Fällen korrigiert. Das ist ein sehr stabiles Muster, dass er dann eher zur Schwäche neigt. Und das reicht so bis in den Oktober hinein. Wir haben jetzt Ende August. Das heißt, wir sind in diesem saisonal üblicherweise schwachen Zeitfenster mittendrin. Ist der Markt jetzt wesentlich gefallen? Bislang noch nicht. Das liegt aber halt auch daran, dass die amerikanischen Märkte einfach sehr, sehr stark sind. Wenn wir uns den DAX unter Gesichtspunkten der relativen Stärke anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass der US-Aktienmarkt gerade auch jetzt in den letzten 2 Tagen wieder ein neues Verlaufshoch gemacht hat. Das hier ist das Februarhoch gewesen, was sowohl der DAX als auch der S&P gemacht haben. Hier oben sehen wir den S&P und hier unten den DAX zum Vergleich. Sehen wir, dass die insgesamt ja so bis Ende 2017 einigermaßen im Gleichlauf waren. Auch die Seitwärtsphasen waren sehr ähnlich, die Tiefs waren sehr ähnlich. Und dann hat sich so ab November 2017 hat sich der DAX doch sehr viel schwächer entwickelt als der S&P. Wenn man sich anschaut, was der da hingelegt hat, der ist nochmal von 2600 ungefähr auf 2900 jetzt mittlerweile, also über 10% angestiegen. Und im DAX eiern wir seitdem moderat abwärts herum. Das Februarhoch war schon ungefähr auf Höhe des Novemberhochs, also deutlich darunter, hat diese 10% nach oben eben nicht mitgemacht, sondern da gab es vielleicht noch ein halbes Prozent Zugewinn. Und seit Februar ist die relative Schwäche des DAX doch eklatant. Wir sehen, dass das hier auch die Tiefs, während der S&P ein höheres Tief gemacht hat nach dem Februar-Tief, das März-Tief, das war höher gelegen. Das war im DAX eben niedriger. Wir sehen, dass die Erholung nicht so weit reichte und dass wir auch jetzt ganz, ganz weit entfernt sind von dem Jahreshoch, was der DAX hatte, während der S&P eben auf einem neuen Jahreshoch ist. Bedeutet also, ein Markt, der relativ schwach ist, wandert bei mir jedenfalls grundsätzlich erst einmal auf die Watchlist für die Short-Seite. Da muss man natürlich dann auch noch im Einzelfall abklären. Gibt es da vielleicht eine gravierende Unterbewertung, und vielleicht verkehrt sich die relative Stärke, beziehungsweise Schwäche dann ins Gegenteil. Aber in dem Fall zieht der Markt einfach nicht entsprechend mit. Wenn wir jetzt sehen, dass der Euro auch in den letzten Tagen und Wochen sich wieder erholt, wenn wir dabei berücksichtigen, dass der Euro im Normalfall, kann auch jeder überprüfen, dass eine Währung, und in dem Fall wäre es eben der Euro, in den 12 bis 18 Monaten vor dem ersten Zinsschritt ausgehend von einer von einem historischen Zinstief, dass die Währung dann tendenziell aufwertet, dann gehe ich davon aus, dass der DAX tendenziell einfach auch weiterhin relativ schwach gegenüber den US-Märkten bleibt. Denn wenn der Euro aufwertet, dann wird es einfach attraktiver für ausländische Investoren, den DAX immer noch zu verkaufen. Das heißt, wenn der DAX sich vielleicht gar nicht von der Stelle bewegt, aber der Euro wertet auf, dann wird es eben attraktiver, ihn auf dem gleichen Niveau trotzdem zu verkaufen, weil ich eben einfach einen Währungseffekt habe. Also von daher, unter vielen Gesichtspunkten ist der DAX da einfach für die Short-Seite prädestiniert. Was wir uns beim letzten Mal auch schon angeschaut hatten und was der letzte Faktor im Bunde hier ist, ehe ich an den Stefan übergebe, ist der Marktzustand. Für mich persönlich unheimlich wichtig, dass ich erst einmal unterscheiden kann, sollte ich eher auf einen Trend setzen oder eher auf eine Counterbewegung. Also ist angesagt, antizyklisch zu handeln oder prozyklisch zu handeln. Kann ich eine Trendbewegung erwarten oder wird es in der Konsolidierung weitergehen? Und wir sehen hier, dass wir seit Frühjahr 2017, also jetzt seit ja, knapp 1,5 Jahren seitwärts laufen im DAX, mal ein bisschen nach oben, mal nach unten gezogen, aber im Endeffekt treten wir hier auf der Stelle. Wir sind immer noch im Dunstkreis der 12.500, mal 500 Punkte höher, mal 500 Punkte tiefer, aber im Endeffekt eine Seitwärtsbewegung. Und auf lange Seitwärtsphasen
Auch das kann jeder überprüfen und auch an jedem beliebigen Markt kann man das erkennen. Wenn ein Markt sehr lange seitwärts gelaufen ist, dann wird er unheimlich interessant für Breakouts, also für Ausbruchstrades, für Trendtrades. Deshalb ist der DAX für mich persönlich A, auf der Short-Seite interessant. Wir sehen hier Volumenwiderstand bei 12.500 und den härtesten bei 12.900. Das bedeutet, also ich habe schon mal eine Möglichkeit hier in diesem Markt diese Widerstände zu nutzen für einen Einstieg. Auch losgelöst von der klassischen Charttechnik ist das schon mal ganz interessant. Und wenn man auf der Short-Seite dann einen Trade hat, der ins Laufen kommt, wenn das so ist, dann weiß ich jetzt schon, der Markt hat Potenzial, einen Trend auszubilden, also werde ich nicht nach ein paar Pünktchen rausgehen. Jeder handhabt das mit Sicherheit anders, völlig klar. Aber für mich geht es dann darum, eine Trendposition aufzubauen und zu versuchen, eben in so einer Situation 1500, 2500 Punkte rauszuholen. Das ist nämlich so das übliche Potenzial, was aus solchen Indikationen, die mir anzeigen, okay, jetzt auf explosive Trends gehen, jetzt mit dem Trend handeln und auch möglichst lange drin bleiben, was aus diesen Situationen heraus resultierte. Fassen wir also zusammen, Saisonalität zeigt abwärts bis in den Oktober hinein. Von der Seite her wäre also die Short-Seite interessant. Marktzustand zeigt mir an, wenn ich Positionen eingehe, dann kann ich versuchen, auf einen Trend zu gehen, tendenziell eher länger in dieser Trendbewegung bleiben. Preisbestätigung wäre da eben noch ausstehend, wird aber der Stefan gleich dann drauf eingehen. Und relative Stärke sehen wir, es ist in Wirklichkeit eine relative Schwäche. Der DAX ist weit entfernt von seinem 2018er Hoch, während der US-Markt von einem neuen 2018er und auch Allzeithoch zum nächsten eilt in diesen Tagen. Von daher ist der DAX für mich für die Short-Seite interessant und auch für einen größeren Schwung, der durchaus, wenn es dann zu einem Signal kommt und zu einem Trend kommt, der durchaus 1000, 1500 oder 2500 Punkte weit reichen kann. Aber das ist dann natürlich eine Sache, die sich mit Sicherheit über ein Zeitfenster von einem Dreivierteljahr oder von anderthalb Jahren erstrecken kann. Und da wissen wir auch nicht, ob das beim ersten Versuch schon so sein wird. Aber die wichtige Botschaft dahinter ist, man sollte vielleicht versuchen, nicht die kompletten Positionen dann vom Tisch zu nehmen, wenn es ein Stück für eingelaufen ist, sondern vielleicht lässt man diesen Situationen dann natürlich mit einer entsprechenden Absicherung, sodass man nicht mehr ins Risiko geht, aber vielleicht lässt man dann eine Teilposition laufen, weil einfach die Situation das hergibt, dass man auf einen größeren Trend geht. Das war's von mir. Ich übergebe an den Stefan für die charttechnische Analyse. Jawohl, hallo auch nochmal von meiner Seite und ich versuche mal den passenden Monitor zu übertragen. Jawohl. So, jetzt müsste man normalerweise ganz viele Linien sehen. Da ist es auch schon, das ist jetzt der DAX auf Tagesbasis mit verschiedenen Indikatoren eingeblendet. Verwende ich relativ selten dieses Bild für das Webinar, weil es dann doch etwas viel ist, beziehungsweise auch andere Seiten mit anderen Indikatoren. Es verwirrt dann in der Regel doch mehr, als es bringt. Aber in dem Fall wollte ich es einmal noch zeigen. Interessant ist hier auf der einen Seite die Seitwärtstendenz. Ich fange mal anders an. Die Signale, die sich jetzt ergeben, die könnten sogar langfristige Signale nach sich führen. Deswegen beginne ich an der Stelle jetzt mit dem Tageschart und nicht mit dem Monatschart wie gewohnt. Was man sehr schön sehen kann, ist diese Seitwärtstendenz, die René bereits angesprochen hat. Und da ist es eben wichtig, dass der DAX nach unten entsprechend ausbricht. Und ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, ein Trendwechsel ist immer, wenn, also von oben nach unten, wenn das letzte Zwischentief unterschritten wird, das letzte markante Zwischentief, nach oben hin, wenn das letzte markante Zwischenhoch überwunden wird. Und wir hatten ja das letzte Mal dieses Zwischentief hier von Anfang Juli als das letzte ausgemacht. Das lag so bei 12.100 ungefähr. Muss natürlich markant unterschritten werden. Deswegen hatten wir die Einstiegsbedingungen mit einer Stop-Buy-Order gekoppelt und zwar bei 12.050 Punkten. Daran würde ich jetzt momentan auch noch nichts ändern, denn ich brauche für den Trade wirklich eine Bestätigung, weil ansonsten könnte es theoretisch auch so weitergehen, wie es die letzten Wochen ging. Wir gehen ein bisschen nach unten, dann gehen wir wieder nach oben, wieder nach unten und im Extremfall würde
die unten aufgebaute Short-Position oben rausfliegen. Und das wollen wir natürlich nicht. Sondern, wie gesagt, da muss ein Trendsignal vorhanden sein. Wenn wir jetzt allerdings schon diesen doch mit vielen Linien eingezeichneten Chart haben, das hier sind beispielsweise die Bollinger Bänder, diese grünen Linien, die quasi den DAX umhüllen. Und wenn diese Bänder auf ein enges Niveau laufen und dann zeigt es auch an, dass eine Trendbewegung irgendwo bevorsteht. Das ist jetzt allerdings noch kein Trendsignal an sich, sondern mehr oder weniger ein Warnhinweis. Und wir hatten hier beispielsweise um den Jahreswechsel hatten wir sehr engen Stand dieser Bollinger Bänder und danach ging es eben, kam diese Trendbewegung nach unten. Da reißt dann auch diese Bänder immer wieder nach auseinander. Ähnlich hatten wir es hier im Herbst 2016, auch da eine relativ enge Seitwärtstendenz mit einer folgenden Trendbewegung nach oben. Und deswegen aktuell haben wir eben auch so ein Anzeichen dafür, dass eine Trendbewegung bevorsteht. Jetzt ist aber die Frage, in welche Richtung geht es denn? Und da gibt es momentan noch keine eindeutige Situation. Ich hatte auch hier den Williams-Prozent R angesprochen, den ich hier unten eingeblendet habe. Da ist für mich immer wichtig, wenn der Indikator im oberen Bereich ist, zeigt er mir eine Trendstärke an. Im unteren Bereich eine schwächere Tendenz nach unten. Aber auch da gibt es momentan kein Signal. MACD ist auch im neutralen Bereich und Stochastik ist auch irgendwo ohne wirkliches Signal beziehungsweise leicht im positiven Bereich. Das heißt, es könnte hier nochmal nach oben gehen. Kurzfristig, der DAX könnte durchaus nochmal an das obere Band heranlaufen oder an dieses Hoch, was wir hier zum Monatswechsel hatten und deswegen auch in dem Fall die Stop-Buy-Bedingungen. Also wir gehen wirklich nur oder wir eröffnen wirklich nur eine Short-Position, wenn wir das letzte markante Zwischentief unterschritten haben. Und da gehe ich dann gleich mal eine Ebene nach oben. Da sieht man dann den Wochenchart, das ist eine Kerze, eine Handelswoche. Ich habe hier mal diese Kopf-Schulter-Formation, diese obere eingezeichnet und ich habe es schon erwähnt, das nächste Signal würde sich dann ergeben, wenn wirklich dieses Eintrittssignal bei 12.050 erreicht worden ist. Das heißt, wenn wir hier unter diese verlängerte Trendlinie hier nach unten wegbrechen würden, dann hätten wir das erste Verkaufssignal. Mit dem Unterschreiten dieser Nackenlinie würde sich gleich ein Folgesignal ergeben, das dann Potenzial bis hier zu diesem langfristigen Aufwärtstrend erlauben würde. Dann muss ich zeigen, wie groß ist der Abwärtsdruck noch vorhanden. Wenn wir allerdings das sehr langfristige Chartbild anschauen, da ist dann eine Kerze, ein Handelsmonat, dann sieht man, dass sich daraus dann schon ein anderes Signal wiederum ergibt. Da gehen wir jetzt eben mal rein und gucken uns das mal im Detail an. Genau, hier sieht man nämlich den ganz langfristigen Aufwärtstrendkanal. Hier die Unterseite und hier die Oberseite und eben diesen Aufwärtstrend, den ich erwähnt habe. Das bedeutet mit dieser Kopf-Schulter-Formation, ich versuche es hier mal einzuzeichnen, das ist Kopf, das ist Schulter. Wenn wir hier nach unten wegbrechen, sind wir an dieser Trendlinie dran und dann wird es eben spannend, wenn wir diesen langfristigen Aufwärtstrend unterschreiten würden und dann ergibt sich nochmal ordentliches Korrekturpotenzial nach unten. Da ist eben wichtig, wo ist diese Trendlinie, kreuzt sie sich dann mit irgendwelchen horizontalen Widerstandslinien oder ehemaligen Widerstandslinien oder Unterstützungslinien und dann würde sich daraus entsprechend kräftiges Verkaufssignal ergeben. Von den Indikatoren her haben wir hier auf relativ hohem Niveau schon ein Verkaufssignal, wo sich nach klassischer Interpretation die beiden Bänder beim MACD geschnitten haben. Das haben wir in der Vergangenheit auf ähnlich hohem Niveau, hatten wir das schon mehrfach und danach gab es dann immer wieder, eben wenn wir hier nach oben schauen, eine entsprechend deutliche Korrekturbewegung. Das heißt also auf Monatsebene sieht es schon eher gefährlich aus, was wir da momentan haben. Und eben als zweites Verkaufssignal, als zweites Warnsignal hätten wir dann auch noch eine negative Divergenz beim Indikator beziehungsweise steigende Hochpunkte im Kurs selbst, ist eben auch ein negatives Signal, sodass eben vieles darauf hindeutet, dass wir momentan dieses letzte Zwischentief unterschreiten und dann erstmal
bis in die Region um rund 10.000 Punkte absacken und dann eventuell sogar noch einen weiteren Impuls bekommen, wo den Kurs dann weiter nach unten drückt. Auslöser dafür gibt es aus fundamentaler Sicht jede Menge. Die müssen bloß irgendwo, ich sag mal, zünden. Wir haben auf der einen Seite haben wir den Handelskonflikt, der immer noch präsent ist, wo keiner weiß, wie sich das weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite, Konflikt mit dem Iran, mit der möglichen Zuspitzung, ich hatte das, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, wenn der Iran wirklich die Straße von Hormuz sperren würde, da geht ein gehöriger Anteil des Rohöls durch und das würde den Ölpreis natürlich extrem nach oben schieben und damit auch eine weltweite Konjunktur dann ziemlich abwürgen. Das wäre so ein Signal, wo dann halt wirklich dafür spricht, dass es da weiter nach unten geht. Also es gibt schon das eine oder andere, wo dann gefährlich ist, wo jetzt allerdings von der Börse noch nicht so eingepreist wird. Gut, gehen wir von der Monatsebene nochmal in die Tagesebene, beziehungsweise zunächst mal in die Wochenebene rein. Um das nochmal zu verdeutlichen, wir hatten hier eben gesagt, wenn das letzte Zwischentief unterschritten wird und dann in der Folge eben diese Nackenlinie, ergibt sich ein Kursziel bis zu dieser Trendlinie. Und wenn die dann eben unterschritten wird, dann haben wir weiteres Korrekturpotenzial vor uns. Schauen wir uns für das Timing, für die Orderbedingungen dann nochmal den Intraday-Chart an. Das ist ein Stundenchart, eine Handelskerze ist eine Handelsstunde. Und da zeigt sich jetzt, was ich da in der oberen Ebene schon erwähnt habe. Wir könnten hier tatsächlich nochmal nach oben laufen bis in die Region, wo eben dieses Hoch vom Monatswechsel bei rund 1280, 12.850 ist. Da ist in etwa auch die obere Begrenzungslinie dieses Abwärtstrendkanals. Und wir haben hier nach oben hin steigende Signale von den Indikatoren, was eben auch darauf hindeutet, dass der DAX nochmal zunächst weiter ansteigen könnte. Das sind jetzt wenige 100 Punkte. Wir sind ja schon über 12.500 jetzt angestiegen, sind immer noch im Zuge dieser Seitwärtstendenz. Und momentan würde ich einfach an dieser Stop-by-Bedingung 12.050 Punkte festhalten. Sollte sich jetzt dann in den nächsten 2 bis 3 Wochen mit einem weiteren Anstieg ein anderes Signal ergeben, könnten wir in dem nächsten Webinar nochmal darauf hinweisen oder die Strategie entsprechend anpassen. Momentan ist es allerdings eher so, ich würde warten, bis dieses letzte Zwischentief nach unten unterschritten wird und damit ein ganz klares Signal auf mittelfristiger Ebene vorhanden ist. Von den Zielen her hat sich auch nicht viel geändert. 11.700, 11.400. Ich zeige es nochmal in dem Wochenchart. Da kann man dann etwas mehr sehen und dann habe ich ihn auch schon gelöscht. Also ich versuche es im Tageschart jetzt nochmal zu zeigen. 11.700 habe ich gesagt, da sind wir hier irgendwo im Bereich von markanten Zwischenhochs oder Zwischentiefs, was wir hier in den letzten Monaten erreicht haben. Dann sind wir relativ schnell schon bei den 10.800. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Da hatte der DAX Probleme im Jahr 2016 nach oben auszubrechen. Das war so der US-Vorwahlzyklus irgendwo, die letzten Monate vor der Wahl des US-Präsidenten. Da sind wir in einer relativ engen Seitwärtstendenz verharrt und haben nach oben hin eben die 10.800 als wirklich markante Widerstandszone markiert. Und die sollte jetzt eben dann auch sich als Unterstützung erweisen. Und im weiteren Verlauf sind wir dann auch irgendwo in der Region hier, wo es dann irgendwo immer wieder Unterstützungen und Widerstände gab, die einfach durch die Bewegungen hin und her jetzt ein bisschen verwischen, aber trotzdem vorhanden sind. Wenn man sich das eben anguckt, wir haben immer kleine Zwischentiefs und Zwischenhochs gehabt in der Region um 10.000 Euro. Und das ist eben das, wo ich gesagt habe, wo der langfristige Aufwärtstrend auch so in den nächsten Wochen dann liegen wird. Und da ist eben dann die nächste markante Unterstützungslinie irgendwie durch den Aufwärtstrend. Sollte die nach unten durchbrochen werden und dann sind wir da relativ schnell bei in der Region 9.000 oder dann abwärts in die 8.000er rein. Das könnte dann relativ rasch passieren.
Von der Saisonalität, was René angesprochen hat, der September ist ein extrem negativer Monat. Da müssen wir schauen, ob da im September jetzt wirklich das Signal kommen wird. Es ist von der Saisonalität so, dass nicht jedes Mal oder in jedem Jahr diese negative Phase im August und September auftritt. Im letzten Jahr hatten wir es zum Beispiel nicht. Aber es ist zumindest eine Orientierungshilfe, so dass man in der Zeit aus dem normalen Portfolio Risiko rausnimmt. Und wir versuchen jetzt eben aufgrund von dem negativen September dann nochmal mit einer Short-Position aktiv zu reagieren. Und dann muss ich zeigen, eben was hinten rauskommt. Weil normalerweise wäre ab Oktober dann bis Dezember wäre wieder ein positiver Abschnitt. Es gab aber auch schon Jahre, wo dann eben der September sehr negativ war, was sich dann durchaus weit in den Oktober, November reingezogen hat, so dass man jetzt einfach mal abwarten muss, was der September mit sich bringt. Gut, bevor ich an den Falco übergebe, würde ich jetzt letztendlich nochmal die Trading-Strategie, das Trading-Setup wiederholen. Stop-Buy haben wir gesagt 12.050 Punkte. Genau den Ausstieg hatte ich vorhin nicht erwähnt, 12.760 Punkte. Da sind wir dann eben über dem letzten Zwischenhoch drüber. Und die 11.700, 11.400, 10.800 sind die Ziele nach unten. 11.800 als wichtiges Ziel. Dann die 10.000 nochmal als wichtiges Kursziel. Und die ist eben ganz markant, weil wenn wir da drunter gehen, haben wir eine langfristige Trendwende nach unten. Gut, das wäre es soweit von meiner Seite. Und ich würde jetzt an den Falco übergeben. Ja, dann zunächst vielen Dank, ihr drei, für den Rückblick bzw. die aktuelle Analyse zum DAX. Auch ich werde mir jetzt erst nochmal die Moderatorenrechte holen, um dann gleich weiterzumachen, weil ich das nämlich anhand des Guidance Desktops heute mal zeigen möchte. Ja, liebe Teilnehmer, Sie haben es gerade vernommen, auf Basis des Sentiments bzw. technischen Analyse kann man sagen, wenn der DAX aktuell, ich sag mal, seine Seitwärtsphase etwas verlassen würde und gewisse Triggerpunkte erreicht, da muss er natürlich erst nochmal hinkommen. Das ist klar, so schnell haben wir diesmal keinen Triggerpunkt, ich sag mal, der nur knapp unter dem aktuellen Level liegt. Manchmal ist das ja tendenziell eher der Fall, sondern hier muss der DAX schon nochmal ein paar Punkte liegen lassen, bevor wir uns dann in diesem aktuellen Bereich 12.050 Punkte bewegen. Aber nichtsdestotrotz dann, sobald dieser Punkt erreicht wird, dann hätten wir hier die Möglichkeiten einer Short-Strategie. Hier kann aber sogar vor allem der Guidance Desktop Ihnen einen sehr großen Vorteil bringen. Warum? Das möchte ich Ihnen dann gleich nochmal zeigen. Die meisten von Ihnen kennen ihn, da wir aber auch immer wieder einige Neugäste haben, lassen Sie mich ganz kurz diese Seite nochmal kurz erläutern. Das ist eine Unterseite vom, ich sag mal, von Guidance selbst, die eben auf DZ-Bank-Produkte programmiert ist. Wie kommen Sie dahin? Sie geben ganz normal hier oben diese URL, die habe ich jetzt hier gerade mal blau markiert ein. Die schicken wir Ihnen auch immer im Nachgang zu. Und dann können Sie entsprechend diese hier eingeben. Das können Sie sich dann auch Link abspeichern. Sie kommen da auf eine Seite, müssen kurz die Nutzungsdaten akzeptieren, wo wir auch sagen, das ist hier nur eine Seite, die Ihnen die Ideen zeigt, aber eben keine Empfehlung darstellt. Und dann kommen Sie auf die Seite, die können Sie sich dann entsprechend auch individuell nochmal zurechtstellen. Was sehen Sie hier? Sie haben drei Teile. Oben, ich mache mal hier so ein bisschen Bewegung rein, sehen Sie entsprechend das Chartfenster. Hier können Sie entsprechend das, was Sie gleich angegeben haben, Stop-Loss, Einstieg und Ziel ablesen und haben ein bisschen Überblick über das aktuell eingegebene Underlying. Dann haben wir unsere Kursmarken, Einstieg, Kursziel, Stop-Loss. Die werden wir auch gleich bestücken und dann hier unten, ich versuche es mal so ein bisschen mit der Maus zu umkreisen, wenn Sie das sehen. Da ist dann das Fenster, was die passenden Produkte, die wir gleich auswählen, anzeigen. So, wie gehen wir jetzt vor? Am besten ist es, wenn Sie hier Mitte, linke Seite, da wo Basiswert steht, ich markiere das mal kurz, wenn Sie das hier sehen, wenn Sie hier auf Suchen klicken und zunächst mal den richtigen Basiswert eingeben. Wenn Sie die Seite öffnen, ist standardmäßig der DAX eingestellt, trotzdem zeige ich Ihnen das gerne nochmal kurz draufklicken, dann öffnet sich dieses kleine Suchfenster, ja, und dann einfach mal DAX eingeben, dann sehen Sie, kommt das auch schon gleich, da klicke ich drauf, dauert ein paar Sekunden und dann ist dieser Desktop, das heißt das Chartfenster, die Suche und auch die Ausgabe gleich auf den DAX eingestellt. So, dann geben wir entsprechend ja die auch gerade von Stefan Feuerstein aufgezeigten markanten Kurspunkte in dieses Suchfenster ein
Und dann zeige ich Ihnen, wo entsprechend dann hier auch der große Vorteil des Guidance Desktop gegenüber einer normalen Suchmaschine, wie sie auf normalen Finanzportalen zu finden ist, sich bewegt. Das heißt, wir geben also entsprechend unseren Einstieg an. Der liegt nun aktuell deutlich unterhalb dem aktuellen Niveau. Bei 12.050 Punkten, weil wir erst diesen Trigger als relevante Kursmarke eines klaren Trends absehen konnten. Dann geben wir das Ziel ein. Hier wurden verschiedene genannt. Ich habe jetzt mal ein mittleres genommen. Da waren jetzt beispielsweise 10.800 Punkte angegeben. Und dann haben wir einen Stop-Loss und der wurde angegeben bei 12.760 Punkten. Der Desktop Guidance erkennt dann automatisch, dass entsprechend hier eine Short-Strategie gewählt wird. Und dann ist es so, dass hier unten in diesem Fenster, das markiere ich mal eben, Sie sehen es hier, passende Endlos-Turbos der DZ Bank Short. Das heißt also automatisch erkennt dieses System, dass wir ein Short-Produkt suchen. Und dann ist es in der Regel so sortiert, sehen Sie an diesem hellblau unterlegten Knockout, dass diese nach Knockout-Level sortiert sind. Das heißt also, das Knockout-Level, was unserem Stop-Loss, den ich hier angegeben habe, am nächsten kommt, steht ganz oben. Das ist die Standardsortierung. Sie können natürlich auch jede der Spalten, die Sie hier sehen, einzeln sortieren. Das heißt, Sie können auch nach Hebel sortieren und alles andere macht aber eigentlich dann nicht so viel Sinn. Im Endeffekt könnte man sagen, die Strategie, die eben unserem Stop-Loss da am nächsten kommt, steht ganz oben. Logischerweise ist dann in der Regel auch der Hebel am höchsten. Das kann man ein bisschen schlecht sehen. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, jetzt kann man es besser sehen. Sie sehen entsprechend auch, der Hebel ist natürlich am größten. Und je weiter das Knockout-Level nach oben geht, also im Endeffekt Sie mehr Puffer haben gegenüber einer Fehleinschätzung, desto niedriger wird jetzt auch der Hebel. So, welchen Vorteil bietet jetzt, ich sag mal, der Guidance Desktop gegenüber einer anderen normalen Suchmaschine? Das ist jetzt für diesen Fall vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber Sie sehen es folgendermaßen, so kann man relativ drastisch sehen, dieses Produkt hier oben mit einem Knockout von 12.760 Punkten hat einen Hebel von etwa 31, kostet aktuell 248 zu 249. Da könnten Sie es jetzt kaufen. Wir haben aber gesagt, wir warten diese Trendbestätigung ab und dafür muss der DAX noch kräftig fallen. Und zwar muss er fallen auf bis zu 12.050 Punkte. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schauen jetzt regelmäßig immer drauf, wie hat sich aktuell der DAX bewegt. Kann ich jetzt gerade kaufen? Kann ich jetzt kaufen? Kann ich jetzt kaufen? Das kann ja vielleicht bei einem kräftigen Kursrutsch auch mal relativ schnell gehen. Oder aber Sie nutzen eben diese Funktion, dieses Guidance Desktop, denn der zeigt Ihnen an, welchen Wert dieser Turbo Short annehmen müsste, damit entsprechend die Strategie passt. Jetzt sehen Sie hier, das sieht ein bisschen komisch aus, das heißt also rein theoretisch müsste dieser Optionsschein erst nochmal auf 7,39 € steigen, bis entsprechend die Strategie passt. Das ist natürlich jetzt die Frage, macht das Sinn, das jetzt schon so einzugeben? Aber hier sieht man es ganz deutlich. Das heißt im Endeffekt, Sie könnten rein theoretisch jetzt hier diesen Schein mit einem Limit bei 7,39 € in Ihrem Broker eingeben. Und das würde dann entsprechend in etwa diesem Einstieg von 12.050 Punkten entsprechen. Das ist eben der Vorteil, den Ihnen dieser Guidance Desktop Ihnen bringt. Er übersetzt eben den passenden Startkurs des Optionsscheins in Indexpunkte. Sonst müssen Sie ihm regelmäßig jeden Abend, vielleicht sogar mehrfach täglich schauen, hat der Index jetzt den Wert erreicht, den ich haben will. Wenn Sie dann entsprechend sogar vielleicht noch eine intelligente Limit-Order einsetzen, das bieten ja viele Broker zurzeit an, der sogenannte OCO-Limit-Order, das heißt One Cancels Other. Das heißt also, Sie kaufen und sichern sich gleich entsprechend Ihre Limit ab. Das heißt, da haben Sie gleich, können Sie gleich eingeben, kaufe zu diesem Einstiegskurs und verkaufe zu diesem Stoppkurs. Dann haben Sie entsprechend gleich Ihre Order eingegeben und müssen sich dann im Laufe der, ja, ich sag mal, nächsten Wochen, in Anführungsstrichen, bis dieser Trade eben zustande kommt, gar nicht mehr darum kümmern, sondern der läuft dann automatisch. Aber das ist jetzt nur so ein Hinweis. Kündigen Sie sich auch ganz genau, wie das bei Ihrem Broker läuft. Aber das ist entsprechend hier der große Vorteil, den Ihnen diese Suchmaschine hier gibt. Ja, Sie können hier oben dann entsprechend auch noch anhand der Grafik, jetzt sehe ich es gerade so ein bisschen doppelt drin, ne? Ich wundere mich gerade ein bisschen, haben wir gerade ein bisschen relativ viel drin. Normalerweise können Sie eigentlich relativ schön sehen, hier ist unten das Grüne, das versuche ich mal ein bisschen mit der Maus zu markieren. Hier unten sehen Sie, hier ist das Ziel, hier ist der Einstieg und hier sollte eigentlich das Stop-Loss sein. Jetzt haben wir es gerade ein bisschen doppelt und dreifach drin. Vielleicht müssten wir es gleich nochmal neu eingeben. Ich probiere das doch nochmal ganz kurz.
Das will ich jetzt nur Ihnen doch nochmal ordentlich zeigen. Ja, der Chart geht nicht zurück. Vielleicht gebe ich hier oben nochmal DAX ein. Nicht so ganz. Gut, muss ich mal rausfinden, woran es gelegen hat. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Aber im Endeffekt soll es eigentlich so aussehen, dass Sie hier grafisch nochmal schön sehen können, wo ist das Ziel, wo bewege ich mich hin, wo ist mein Einstieg, wo ist mein Stop-Loss. Der sollte entsprechend natürlich hier etwas weiter oberhalb liegen. Der Einstieg ein kleines bisschen darunter und in welche Richtung bewegt sich das Ganze, dass Sie entsprechend sehen, grafisch auch nochmal, wie könnte mein Trade entsprechend hier aussehen. So, das soll es eigentlich zunächst mal gewesen sein. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt entsprechend, jetzt gucke ich mal auf meine Aussagen, dass ich nicht irgendwas übersehen habe. Ich glaube aber nicht. Das soll es dann von meiner Seite aus gewesen sein. Und dann würde ich jetzt wieder zurückgeben an René Wolfram mit der Analyse zum nächsten Basiswert. Und jetzt wollen wir uns das Industriemetall Silber noch mal anschauen. Und dann komme ich nachher noch mal zurück, um Ihnen zu zeigen, wie Sie entsprechend Silber auch auf der DZ-Bank-Derivate-Seite sich ein passendes Produkt aussuchen können. Und dann würde ich sagen, René, dein Part bitte. Ja, danke Falco. Wir schauen uns auch hier zunächst einmal die Saisonalität an. Saisonalität von Silber zeigt für die Zeit, wir haben jetzt Ende August, sehen wir hier, das ist dieser Part, da sind wir ungefähr, zeigt für die Zeit ab Ende August gen Norden, kann jeder auch überprüfen, sollte auch jeder überprüfen, ob das, was wir erzählen, auch irgendwo sich in den Historien widerspiegelt oder nicht. Wenn man da eine statistische Auswertung macht, wird jeder herausfinden, okay, der September ist einer der besten Monate für ein Silberinvestment. Ansonsten ist die Zeit so ab Ende Dezember bis in den Februar hinein gut, wie bei Platin, wie bei Gold, wie bei auch wie bei Kupfer. Auf jeden Fall hier ein sehr interessanter Jahresabschnitt. Für das kurzfristige Handeln ist also das durchaus ein ganz guter Zeitpunkt, um Long-Signale zu handeln. Auch da ist es wieder so, die Vorfilterung gibt uns ja nur wieder, was von der Wahrscheinlichkeit her uns einen Vorteil bringen würde. Dass das nicht in jedem Jahr passieren wird oder nicht, dass nicht jede einzelne Wette, die wir eingehen, aufgehen kann, ist ja von vornherein klar. Deshalb brauchen wir noch eine Preisbestätigung. Aber wenn man das wieder und wieder macht und diese saisonal starken Phasen zum Beispiel ins Kalkül zieht, dann wird das am Ende erfolgreich sein. Aber das ist nochmal ganz wichtig, auch um das immer wieder zu betonen. Wenn man sich anschaut, wie lange überleben Anleger am Markt typischerweise, dann sind das meistens weniger als 2 Jahre. Das heißt überleben. Wie lange bleiben die Leute wirklich auch dabei und sind engagiert? Das sind meistens 2 Jahre. Dann hören sie auf, weil es ihnen nicht schnell genug ging oder nicht weit genug lief für sie, weil es zu anstrengend war oder was auch immer. Und das, was ich mache es jetzt seit 20 Jahren, ist wie in jedem Beruf auch. Niemand wird hier jetzt irgendwie ein Studium zum Mediziner machen und sagen, okay, ich studiere jetzt hier, keine Ahnung, ein halbes Jahrzehnt, um dann mal so 3 Monate da zu arbeiten und dann gucke ich mal, was ich mache. Sondern das ist ja auch, wie in jedem anderen Beruf, ist auch das darauf ausgelegt, ich eigne mir Fertigkeiten und Fähigkeiten an, die ich über Jahrzehnte anwenden möchte. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Wenn man zum Beispiel Saisonalitäten aufzeigt, statistische Effekte, dann wird es da immer Ausreißer geben. So setzt sich eben ein statistisches Ergebnis zusammen. Ein Durchschnittswert setzt sich dadurch zusammen, dass er extreme Ausreißer in die eine Richtung hat, extreme Ausreißer in die andere Richtung und zwischendrin ganz viel Neutrales oder ganz Normales an Ergebnissen stattfindet. Und der einzelne Retail-Trader bedient sich aus diesen Sachen, die einem aber eigentlich nur einen langfristigen Vorteil bringen. Wenn ich es wieder und wieder mache, wenn ich es hunderte und tausende Male mache, dann habe ich einen statistischen Vorteil und dann spiele ich den auch aus. Macht so etwas mal, jetzt gerade so einen Effekt, würde man jetzt klassisch, sagt man sich, okay, da gehe ich jetzt rein, wenn der sagt, der September ist gut, mache ich mal. Dieser einzelne September kann gut sein, kann auch schlecht sein. Es geht darum, solche Effekte wieder und wieder auszuspielen. Wenn ich das jetzt 10 Jahre lang mache, werde ich in Summe Geld verdient haben. Höchstwahrscheinlich.
Es kann sich immer etwas fundamental ändern, aber das ist höchstwahrscheinlich, dass ich damit Geld verdiene. Nur wer macht so etwas 10 Jahre lang? Das probiert man einmal aus in der Regel. Dann, wenn es gut funktioniert hat, macht man es nochmal. Und wenn es nicht funktioniert hat, macht man es schon kein zweites Mal mehr. Und das ist das große Problem auch, Sachen zu vermitteln auf der einen Seite, die funktionieren, aber die eben nur bei einer großen Anzahl von Wiederholungen funktionieren. Und die aber einem Klientel an die Hand zu geben oder zu vermitteln, was eigentlich sagt, okay, ich brauche jetzt mal irgendeinen Trade, ich habe jetzt gerade irgendwie Langeweile oder habe ein bisschen Kapital frei, ich will jetzt mal was machen, was aber gar nicht die Intention hat, möglicherweise, oder gar nicht das Durchhaltevermögen, das lange zu machen. Also deshalb alles, was wir hier auch aufzeigen, auch das, was ich jetzt zeige, die Silber- und Goldratio, beziehungsweise Silber-Gold-Ratio, das sind langfristige Effekte. Wenn man das über 5, 10, 15, 20 Jahre nutzt, wird man sehr viel Geld erfahrungsgemäß damit verdienen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich gucke mir das mal an, mach das mal ein halbes Jahr lang mit, braucht man sowas gar nicht machen. Also das muss ganz klar sein, weil das ist dann rein zufällig. Ob ich jetzt bei dem einzelnen Trade oder bei einer einzelnen Situation über 2, 3 Monate lang richtig liege oder über 1, 2 Jahre richtig liege oder ob das da nicht gut greift, das ist mehr oder weniger Zufall. Wenn ich es aber über 5, über 10, 15 Jahre mache, dann wird sich dieser Effekt ausspielen können und oder ausspielen lassen. Wir haben hier eine sehr, sehr niedrige Gold-Silber-Ratio. Gold-Silber-Ratio, ich denke, das wird jedem klar sein, trotzdem nochmal erklärt, ist einfach nur Goldpreis geteilt durch den Silberpreis, beziehungsweise die Ratio eben aus diesen beiden Märkten gebildet. Markt A geteilt durch Markt B oder Markt B geteilt durch Markt A, völlig egal. Und was wir hier sehen ist, wir haben einen sehr, sehr niedrigen Ratio-Wert. Hier unten diese grüne Linie markiert die Untergrenze. Für mich die untere Signalgrenze für die Gold-Silber-Ratio. Und wenn wir hier unten anschlagen, dann ist Nummer 1 Silber vor einer Outperformance von Gold, und zwar mittel- bis langfristig. Mittel- bis langfristig heißt für mich Minimum 6, eher sogar 12 bis 24 Monate und mehr. Das kann aber durchaus sein, dass wenn man jetzt die nächsten 6 Wochen draufschaut, dass man sagt, was erzählt er denn da? Silber ist doch gar nicht stärker als Gold. Auch hier wieder eine mittel- bis langfristige Ausrichtung. Das ist das eine. Das heißt also, wenn ich von diesen beiden Metallen auswählen möchte, was handle ich denn jetzt auf der Long-Seite, weil die bewegen sich ja schon sehr ähnlich, dann wäre Silber der Favorit. Aber auch nur, wenn ich eben sage, okay, Minimum 6 Monate Horizont, eher sogar 12 bis 24 Monate und mehr. Weil wenn man das jetzt vielleicht für eine Woche hält, kann durchaus sein, dass da Gold viel, viel stärker ist als Silber. Der zweite Punkt, den man aus dieser Ratio herauslesen kann, das sieht eigentlich jeder auf den ersten Blick schon. Was ist passiert, immer wenn wir hier unten angeschlagen sind? Das war Ende 2015 auf 2016 war das der Fall. Da haben wir hier diesen Schub gesehen, ist der Silberpreis nach oben geschossen, hat also 25% gemacht seinerzeit. War jetzt nicht die Welt, aber war ganz ordentlich. Da hatten wir die Situation. Dann hatten wir sie letztmals im November 2008. Da ist der Silberpreis vorher deutlich gefallen gewesen. Wir hatten eine sehr niedrige Ratio, war auch vom Timing her sehr gut. Und dann schoss das da gen Norden, hat sich vervielfacht. Wir haben damals einen Anstieg gesehen von 400% im Silberpreis. Also sehr beeindruckend. Und insgesamt natürlich, die Metalle gehen nach oben. Also es geht jetzt nicht nur darum, Silber, dass hier Silbersignale generiert werden, sondern immer wenn diese Ratio niedrig ist, bilden die Metalle einen Boden aus. Manchmal ist dieser Boden aber sehr, sehr langatmig. Das ist auch die Schwierigkeit dabei. Und deshalb sage ich auch, oder deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es ist wichtig, das wieder und wieder zu machen, nicht nur einmal zu handeln. Denn das Problem ist die Streuung bei solchen Signalen. Wir haben hier zum Beispiel 2015 auf 2016 war das Timing gut. Das Signal kam, der Markt zog direkt nach oben. Wie weit ist erstmal egal, ob das jetzt 20% sind, 25 oder auch mal 400%. Es ging erstmal deutlich nach oben. Wenn man jetzt 20% in einem Basiswert mitnehmen kann, dann handelt man vielleicht einen Hebel von 3 oder 4, bleibt auf jeden Fall ganz ordentlich was hängen. Also hier war das Timing gut. Im Jahr 2008 war das Timing auch gut und die Bewegung war auch noch weitlaufend. Im Jahr 2003 hatten wir auch ein sehr gutes Timing. Das Signal kommt und der Preis. Sieht man hier natürlich aufgrund so eines solch langfristigen Charts, sieht das nicht so spektakulär aus, aber der Preis hat damals 80% zugelegt. Auch da ging es direkt los. Dann haben wir aber auch mal zum Thema Streuung, also man hat hier 3, 4 Fälle, wo das sofort losläuft und ich kann es mir dann nicht leisten, solche Signale zu verpassen. Dann hat man aber auch mal eine Situation,
wie wir sie hier in den 90er Jahren hatten, wo die Silber-Gold-Ratio sehr, sehr niedrig war. Hier gibt es ein Signal, das war 1991. Der Preis stand damals hier so ungefähr bei 5 Dollar, 4, 5 Dollar. Der ist zwischenzeitlich auf 4 Dollar runtergegangen oder sogar, glaube ich, ganz kurz unter 4 Dollar, also hat 20, 25% eingebüßt. Langfristig gesehen, wenn man sieht, wo der dann gelandet ist, wir waren dann bei 8, wir waren dann bei 20, wir waren dann irgendwann bei fast 50 sogar in der Spitze, wird man sagen, das war ja super. Also wenn man bei 4 gekauft hat oder bei 5, das war doch super. Aber in der Situation selbst, das ist eben das Schwierige, das meinte ich mit Streuung, man hat eben auch einmal von 4, 5, 6 Signalen oder einmal von 10 Signalen hat man so einen Ausreißer, wo es einfach sehr, sehr lange dauert, bis es anspringt. Und diese Ausreißer kann ich nur eliminieren, indem ich es eben wieder und wieder mache. Jemand, der das 20 Jahre lang anwendet oder 25, 30 Jahre lang anwendet, hat super Geld verdient. Wenn jetzt jemand aber sagt, okay, ich probiere das jetzt einmal aus, 1991, ich mache das und wenn das nicht erfolgreich ist, mache ich es nie wieder, dann hat da wahrscheinlich einer Verluste realisiert, ist nicht vom Fleck gekommen oder hat plus minus null glattgestellt. Danach kam ein riesiger Aufschwung und die anderen Signale hat er schon gar nicht mehr gehandelt, weil es eben nicht erfolgreich war. Deshalb Aussage Nummer zwei ist, wenn die Silber-Gold-Ratio niedrig ist, sammle ich persönlich, ich kann nur sagen, was ich mache, dann sammle ich persönlich Metalle ein, also Edelmetalle. Und zwar nicht physisch irgendwo auf der Straße, sondern dann kaufe ich bei Rücksetzern, baue ich Positionen auf. Es haben sehr viele vor 6, 7, 8 Jahren, naja, schon fast eher 10 Jahre her, sind auf diesen Edelmetallzug aufgesprungen, waren Feuer und Flamme, haben richtig ihr Edelmetallinvestment verteidigt. Wo sind die Leute jetzt? Ich kenne keinen mehr. Die sind alle, diese ganzen Goldbullen, das sind sehr, sehr wenige geworden. Und das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage. Deshalb ist das nicht nur ein kurzfristiges Potenzial, was wir hier sehen, wie wir es in der Saisonalität gesehen haben, sondern auch ein sehr langfristiges aus meiner Sicht heraus. Das heißt, ich bin überzeugt, wenn wir jetzt in Silber, wenn man jetzt in Silber eine Position aufbaut, das kann natürlich noch ein bisschen schwanken, zwischenzeitlich völlig klar, aber wenn man in 5 Jahren schaut, in 7, 8, in 10 Jahren wird der Silberpreis drastisch höher stehen als jetzt. Feste Überzeugung. Auch aus den COT-Daten heraus, das ist der letzte Faktor. Kurz, ja? Bevor du auf die COT-Daten eingehst, und zwar hat der Ralf gerade geschrieben, du hast ja gesagt, in den 90er Jahren hat es vielleicht mal einmal nicht funktioniert, 1991, was du gesagt hast. Jetzt fragt er, ob man die 90er Jahre zum Beispiel überhaupt noch als Referenz nehmen kann, dass er schon so lange her ist und sich die Intermarket-Relationen ja eventuell auch verändert haben. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, ne? Also auf der einen Seite, das ist schon ein berechtigter Einwand, weil es natürlich tatsächlich auch der Fall ist, dass die Märkte ja mit der Zeit effizienter werden. Deshalb sind eigentlich so die 90er vielleicht nicht mehr so hundertprozentig mit dem vergleichbar. Aber auf der anderen Seite, ich meine, dann würde man sich die Sache auch schön rechnen, glaube ich. Und darum geht es mir hier primär. Ich könnte jetzt natürlich, hätte jetzt diese Situation abschneiden können dort und hätte sagen können, guckt mal hier, wie das ab 1995 oder ab 2001 gelaufen ist. Und dann hätten wir hier nur Volltreffer gehabt. Dann kommt jetzt vielleicht eine Situation, wo das eher da so ein bisschen rumeiert. Und dann wird man sagen, darauf waren wir nicht gefasst. Also mir ging es eher darum, also der Einwand ist berechtigt, sehe ich auch so, ist aber immer schwierig abzugrenzen. Man kann das nicht sagen. Manche Effekte sind über Jahrzehnte ganz, ganz gleich oder ganz, ganz ähnlich. Manche verändern sich. Aber worum es mir immer geht, das versuche ich auch in Seminaren und Ausbildungen auch dann wirklich einzuschärfen, weil daran scheitert es meistens, dass man da eine sehr realistische Erwartungshaltung hat. Wenn wir jetzt rangehen und sagen, okay, in einem Jahr müssen wir 50% höher stehen, ja, wie wahrscheinlich wird das sein, dass das dann erfolgreich ist? Wenn ich aber rangehe und sage, okay, wie ist das denn damals in den 90er Jahren gelaufen? Pff, okay, bis man so richtig ins Plus gekommen ist damit, hat das 3, 4 Jahre gedauert. Das wird eher funktionieren. Also deshalb an den schlechtesten Situationen sich zu orientieren, das ist eigentlich da die Intention dahinter. Aber vollkommen berechtigter Einwand und stimmt schon, natürlich die Märkte haben sich mit der Zeit verändert. Deshalb würde ich natürlich, sollte man tendenziell eher das, was jüngst passiert ist, stärker gewichten und sollte eher, also es wäre eher beunruhigend, wenn das jetzt das letzte Signal gewesen wäre, das jüngste Signal, weil dann hätte man eventuell einen sich abschwächenden Effekt gehabt. Okay, super, danke. Genau, dann ganz kurz noch auf die COT-Daten, die zeigen genau das Gleiche. Silber, Gold, ganzen Metalle sind alles produzentendominierte Märkte. Was machen Produzenten? Sie schreiben Preise fest. Oder anders ausgedrückt, sie sichern sich gegen fallende Preise
ihres physischen Bestandes ab. Und wenn die ihre Absicherungen sehr stark lockern, das haben wir übrigens auch in ganz vielen Soft-Commodities, dass die Produzenten ihre Hedges drastisch zurückgefahren haben. Das sind seltene Ausnahmesituationen. Man sieht das ja hier, ich habe das mal mit diesen roten Pfeilen markiert, dass die Nettoposition der Commercials nahe Null ist. Diese rote Linie hier quasi an die Nulllinie rankommt. Hier ist die Null und die rote Linie ist ja permanent unterhalb der Null. Das bedeutet, da sind viel mehr Short-Positionen als Long-Positionen, die dort in diesem Lager der Commercials gehalten werden. Warum? Weil es eben ein produzentendominierter Markt ist. Da sind ganz viele Minengesellschaften, die natürlich ihr Hedging darüber betreiben. Einige machen das mittlerweile auch in den letzten Jahren über große Banken, über große Investmenthäuser, dass die das Hedging übernehmen. Deshalb sind die Swap-Dealer da auch immer ein Stück weit zu berücksichtigen. Das hat auch eine ganz gute Aussagekraft dafür. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns anschauen, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen, wenn die Nettoposition der Commercials im Silber nahe Null war, dann war das 1997 der Fall. Der Preis zog von ungefähr 4,80 Dollar auf 8 Dollar rauf, so ungefähr 7,50 Dollar. Also war auf jeden Fall ganz ordentlich, wenn man das prozentual sieht, war das ganz ordentlich, was wir da gesehen haben. Das war 2001 der Fall hier. Da lief es erstmal noch so ein bisschen moderat aufwärts und dann war das aber vom Preisniveau her, wir waren da auch wieder so bei 4,50 Dollar. Das ist dann raufgegangen, so bis auf 8 Dollar. Also auch da kann man sagen, fast eine Verdopplung im Preis auf Sicht von 2-3 Jahren war auch vom Timing her gut. Das hier, so 2002, 2003, zählt zu dem gleichen Signal, braucht man jetzt nicht extra erwähnen. Wir hatten das dann 2012 wieder. Da sieht man auch, wie selten diese Indikationen kommen, wo die Commercials wirklich so bullish in Anführungszeichen sind oder so gering am Absichern. Hatten wir dann 2012 wieder, das heißt knapp 10 Jahre lang gab es diese Situation nicht. Und dann war das wieder so bei einem Preisniveau von 26,50, 27. Da haben die auch ihre Absicherung stark gelockert gehabt. Und da gab es zweimal hier und einmal hier, einen Schub in Richtung 35, sogar 36, 37 einmal. Also hatte man so ungefähr 20-25% Aufwärtspotenzial. Für mich persönlich ist das super. Man kann sich ja jeder ausrechnen, was er für Hebel präferiert, wenn man Hebel 2 oder 3 nimmt, was ja konservativ ist und es vom Timing her auch ganz gut ist, also es nicht jahrelang dauert, sondern man vielleicht innerhalb von einem Jahr oder einem halben Jahr dieses Potenzial abarbeitet, dann kann man da auch ganz ordentlich verdienen mit dem entsprechenden Produkt. Und dann gab es diese Situation auch nochmal im Jahr 2013, dass die Commercials fast netto long waren, also ganz nah an der Null dran waren. Und da ging das so von 18,50, 18,70, glaube ich, waren das seinerzeit, auf 25 rauf. Also man kann eigentlich immer kalkulieren, so 20-25% mindestens gab es an Reaktionen und Zeitfenster war meistens so ja zwischen einem halben Jahr und maximal 3-4 Jahren, bis es dann wirklich zu einem Anstieg von ja, meistens, wenn es länger gedauert hat, waren es auch mehr Prozent. Aber das sollte man so in diesem Zeitfenster sollte man das dimensionieren. Und jetzt haben wir eben auch wieder diese Situation, dass die schon bei Preisen um die 15,50 waren die schon im Frühjahr, im Februar, März sehr, sehr gering abgesichert. Die Spekulanten waren massiv auf der Short-Seite, also für ihre Verhältnisse waren sie massiv unterinvestiert. Ist also auch unter dem Aspekt der COT-Daten eine absolut bullische Situation. Deshalb für mich Silber kurzfristig, aber auch für mich persönlich langfristig sehr, sehr attraktiv. Und wie die ganze Situation sich charttechnisch darstellt, wird uns der Stefan jetzt erläutern. Jawohl. So, jetzt muss ich gucken, dass ich auch wieder die richtigen Bildschirme übertrage. Genau, wir fangen beim Silberpreis diesmal mit der langfristigen Kursebene an, das ist ein Monatschart. Da sieht man eben, dass jetzt der langfristige Aufwärtstrend ist zuletzt leicht unterschritten worden. Allerdings besteht noch die Möglichkeit, dass wir hier so ein fehlerhaftes Ausbruchssignal haben, ein False Breakout, wenn sich der Silberpreis dann wieder über die Trendlinie rettet, was momentan durchaus möglich sein kann. Dann ergibt sich ein entsprechendes Kaufsignal daraus. Das ist so viel zum langfristigen Bild. Gehen wir dann auch schon eine Ebene tiefer in den Tageschart rein und da sieht man, dass wir seit 2016 einen ja, mittelfristigen Abwärtstrendkanal bilden und interessant ist jetzt, dass wir zuletzt
ja, so ein leichtes Kaufsignal reinbekommen haben. Das war jetzt eben, nachdem dieser Aufwärtstrend nach unten durchbrochen worden ist und es eben momentan danach aussieht, als ob sich der Silberpreis zumindest bis an das obere Ende dieses Trendkanals erholen kann. Und würde dies der Fall sein, dann wäre auch wieder diese zuvor nach unten durchbrochene Aufwärtstrendlinie dann überschritten, womit sich dann eben ein Folgesignal ergeben würde. Gehen wir zum Ende noch, ich fasse mich heute etwas kürzer in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, gehen wir am Ende noch in den Stundenchart rein und gucken es uns da auch nochmal kurzfristig an. Hier sieht man eben, wir haben hier zuletzt leicht steigende Tiefpunkte. Das ist eben auch im Tageschart zu erkennen. Und im Prinzip haben wir dieses, naja, wenn wir es mal das letzte Zwischenhoch nennen, da sind wir so ganz leicht drüber momentan. Deswegen würde ich eine spekulative Long-Position aufbauen, die ich eben auf aktuellem Niveau limitiere. 14,90 wäre da eben das Einstiegslimit und dann nach unten hin eine relativ enge Absicherung. Da würde ich wirklich das letzte Zwischentief hier nehmen und da eben knapp darunter dann den Stoppkurs bei rund 14,40. Nach oben hin würden sich dann die Ziele ergeben. Das sieht man hier auch noch im Intraday-Chart, im Stundenchart. Wir haben hier auf der einen Seite so in der Region um 15 US-Dollar hatten wir hier eine kleine Konsolidierung Mitte August. Im weiteren Verlauf sind wir dann so irgendwo in der Region 15,50, 15,60, so in diesem Bereich, dass wir hier eben so eine Widerstandszone haben. Da könnte sich vielleicht eine kleine Konsolidierung dann ergeben in dieser Region. Und für den weiteren Ausblick gehe ich wieder in den Tageschart rein. Also wie gesagt, wir hatten hier die 15,50, 15,60. Das war so das letzte Ziel, das ich genannt habe. Und dann im weiteren Verlauf sind wir auch relativ schnell dann schon in der Region zwischen ja 16 und 16,50. Da je nachdem, wo man eben anfängt, da haben wir wirklich zahlreiche Punkte, wo der Kurs daran gedreht hat. Das ist so eine sehr markante Widerstandszone, zumal dann, wenn ich jetzt diese Linie weiterziehe in Verbindung mit dem Abwärtstrend und dann bin ich hier irgendwo im Oktober, November an einem Schnittpunkt dran, was dann wirklich so ein Kreuzwiderstand ist, wo es dann sehr schwierig wird, drüber zu gehen. Sollte das allerdings gelingen, dann ergeben sich die nächsten Kursziele im Bereich um rund so ja, 17,50, 17,40, 17,50. Das sind wir hier so bei gewissen Hochpunkten, wo wir die wirklich in den letzten Monaten immer wieder hatten. Und im weiteren Verlauf dann über die 18,50 wäre dann mittelfristig vielleicht sogar das Zwischenhoch aus dem Jahr 2016 erreichbar. Das ist allerdings noch relativ weit weg. Momentan möchte ich mich erstmal auf das obere Ende des Trendkanals konzentrieren. Da haben wir gesagt, 16,50 ist so eine Zone, die momentan kurzfristig auf jeden Fall realistisch erscheint. Und wenn dann wirklich dieser Bereich nach oben überwunden wird, dann können wir in einem der nächsten Webinare nochmal auf den Trade mit eingehen. Gut, bevor ich jetzt an den Falco übergebe, ich wiederhole nochmal ganz schnell das Trading Setup. Limit 14,90 auf aktuellem Niveau, der Ausstieg 14,40, ein relativ enger Stoppkurs dann. Und die Ziele 15, 15, 50, 16, 50, das ist so im Rahmen der aktuellen Strategie drin. Und wie gesagt, im weiteren Verlauf dann, wenn der Kurs weiter steigt, wird man dann in dem nächsten Webinar darauf eingehen. Cool, das war's von meiner Seite zum Silberpreis und jetzt übergebe ich heute letztmalig an den Falco. Ja, dann vielen Dank, René Stefan, für eure Ausführungen. Auch ich nehme dann letztmalig nochmal die Moderatorenrechte, um dann nochmal ein paar Bildschirme zu zeigen. Zwei Sachen hatte ich noch vergessen, die ich Ihnen kurz zeigen wollte anhand des Guidance-Desktops. Also das mit dem Chart, Sie sehen es, habe ich leider irgendwie nicht beheben können. Da muss ich mal nachfragen, warum denn so viel angezeigt wird. Was ich aber noch vergessen hatte, Ihnen kurz zu zeigen, so als zusätzliches Goodie, wie es so schön heißt, wenn Sie sich beispielsweise aus dieser Tabelle ein entsprechendes Produkt ausgewählt haben, auch nicht verunsichern lassen. Sie sehen hier nicht nur fünf Produkte, sondern Sie sehen hier rechts, Sie können eine ganze Weile runterscrollen. Also hier ist eine ganze Menge an Produkten, die hier drin sind. Wenn Sie sich dann für eins entschieden haben und sagen, das würde passen, dann können Sie hier, das hatte ich noch vergessen zu zeigen, bei Broker mittels so einer Dropdown-Liste
Ihre Hausbank, also dort, wo Sie Ihr Depot haben, auswählen. Ich nehme jetzt einfach beispielsweise mal Consors. Und wenn Sie dann hier draufdrücken auf Kaufen, dann werden Sie automatisch auf die Seite Ihres Brokers geleitet. Sie müssen sich natürlich mit PIN und TAN dort anmelden, aber die WKN wird dann entsprechend dort, man könnte sagen, durchgeschleift. Sie müssen sie also nicht notieren, sondern Sie kommen dann im Endeffekt auf die Seite Ihres Brokers und können dann dort die Order direkt platzieren. Auch möchte ich da nochmal kurz darauf hinweisen, auch in diesem Monat sind wir aktuell Consors Star Partner. Ich habe das hier mal kurz gehighlight. Sie sehen es hier vom 6.8. bis 7.9., also noch ein paar Tage, sind wir als DZ Bank Star Partner im Bereich Free Trade. Was heißt das? Ich scroll mal ein bisschen hier runter. Sie sehen es, bei einem Mindestordervolumen von 1.000 Euro sind hier sowohl Kauf als auch Verkauf kostenlos. Das ist so ein zusätzlicher Service, den wir Ihnen hier anbieten möchten, so dass Sie entsprechend dann auch kleinere Trading-Ideen dann entsprechend dann auch lohnen und nicht von entsprechenden Ordergebühren dann hier auch abgezwackt werden. Das zu dem Thema. Dann ganz kurz nochmal, wir hatten noch zwei Nachfragen zum Thema, was ich vorhin genannt hatte, intelligente Ordertypen. Ich habe mal hier kurz geschaut. Das ist die Seite der Börse Stuttgart. Da ist beispielsweise verschiedenste Orders sind hier nochmal erläutert. Das war die sogenannte One Cancels Other. Ja, schwieriges Wort. Deswegen nicht One Cancels All, hat ein Zuschauer verstanden, sondern One Cancels Other. Das heißt also, wenn Sie entsprechend dieses Produkt in Ihrem Portfolio haben, dann ist die Frage ja, wo steige ich aus? Und dann ist es immer in der Regel besser, dass man eine systemische Grenze setzt, statt im Kopf zu sagen, wenn es dort ist, dann verkaufe ich. Weil das Problem, das dann immer wieder besteht, ist, dann steigt der Kurs und steigt und man sagt, ah, eigentlich wollte ich ja verkaufen, aber es läuft ja gerade so gut. Ja, und dann ist man vielleicht wieder, dann geht es wieder runter, sagt man, ah, hätte ich doch mal und so weiter. Und um sich selbst ein bisschen, ich sag mal, zu überlisten, sind solche intelligenten Ordertypen gar nicht schlecht. Dann kann man sie sehen, sowohl auf der unteren Seite, also entsprechend hier sagen, wann ist mein Stop-Loss-Limit erreicht, das wir Ihnen ja auch hier vorgeben, und was ist mein Kursziel. Dann kann man in einer Order gleich eingeben, wann ziehe ich die Reißleine und wann nehme ich Gewinne mit. Und manche Broker geben es entsprechend auch so die Möglichkeit, dass sie entsprechend eine Kauforder eingeben und dann gleich, wenn diese ausgeführt ist, die nächste Order. Das nennt sich dann, wie Sie sehen hier, Next Order. Da zeigen Sie, wenn also die eine durch ist, kommt gleich die nächste zum Tragen. Auch das ist entsprechend ganz wichtig, was die Kollegen ja gesagt haben. Ich muss permanent am Ball bleiben und sicherlich auch mich selbst am Riemen reißen, und diesen intelligenten Ordertypen helfen mir da sicherlich entsprechend auch alles ordentlich zu managen. So, jetzt aber zum Thema Silber. Sie haben es ja von den Kollegen erfahren. Wir haben entsprechend das Tal der Tränen vielleicht beim Silber so ein bisschen nach unten verlassen, und das Industrietal dürfte sich wieder auf einen Erholungspfad bewegen, womit sich dann entsprechende Long-Strategie anbietet. Wie kann man entsprechend diese Idee jetzt in ein passendes Produkt überführen? Das möchte ich gerne anhand unserer Seite dzbankderivate.de zeigen. Auch das markiere ich oben nochmal. Diese Seite werden wir Ihnen wie immer im Nachgang auch nochmal zusenden. Das ist unser zentrales Informations- und Produktsuchportal der DZ Bank für unsere Produkte. Und wenn Sie ein entsprechendes Produkt suchen wollen, dann ist es am einfachsten, wenn Sie hier, ich versuche das mal hier zu markieren, auf oben diesen grauen Balken Produkte zu gehen. Und wenn Sie darauf klicken, öffnet sich quasi unsere gesamte Produktpalette. Da sehen Sie entsprechend, welche Arten von Produkten stehen Ihnen zur Verfügung. Und wir wollen uns hier auf Endlos-Turbo-Zertifikate spezialisieren. Der Vorteil bei Endlos-Turbos gegenüber beispielsweise klassischen Optionsscheinen, wie sie hier unten angezeigt werden, ist, sie haben keinen Einfluss der Volatilität oder kaum Einfluss der Volatilität. Dieses Teil nämlich sehr, sehr schwer zu berücksichtigen, und viele der Nachfragen, die bei uns hier im Kundenservice einlaufen, sagen, warum hat sich denn der Optionsschein nicht in die Richtung bewegt, was ich eigentlich gedacht hatte, ist aufgrund Volatilitätseinfluss, der vielfach nicht berücksichtigt wird und dann entsprechend eine Kursentwicklung, die ich eigentlich in die richtige Richtung antizipiert habe, durch eine rückgängige Volatilität ausgemerzt wird. Deswegen Endlos-Turbos hier eigentlich einfacher zu verstehen. Wir wählen diese aus und dann können wir hier auf der linken Seite, sehen Sie hier bei der Produktsuche, dann die passende Kategorie aussuchen. Das heißt, wir gehen zunächst auf Kategorie und wählen Rohstoffe, darunter ist Silber dann zu finden. Dann haben wir nicht mehr ganz so viele Basiswerte zur Auswahl. Jetzt müssen wir noch ein bisschen runterscrollen. Da finden wir Silber, auch das wähle ich aus.
Hebelprodukt Endlos-Turbus ist automatisch ausgewählt. Jetzt wählen wir noch Long, wie wir es vorhin besprochen haben. So, und dann sehen Sie, haben wir noch 114 Produkte zur Auswahl. Das ist natürlich eine ganze Menge. Entweder, wenn Sie Lust haben, können Sie sich natürlich alle mögliche anschauen oder was vielleicht eine gute Möglichkeit ist, das ist ja auch immer das Credo, was Ingmar Königshofen sagt, einen sinnvollen Hebel aussuchen, der natürlich zu meinem Risiko passt. Hier eventuell auch nicht überhebeln, auch wenn hier Hebel 35 vielleicht ganz attraktiv klingt. Aber wenn es eben in die Gegenrichtung geht, bin ich bei 2-3% Kursverlust im Basiswert gleich weg vom Fenster. Deswegen vielleicht eher mal etwas konservativ in Hebel eingeben. Ich gebe hier beispielsweise mal so 5 bis vielleicht 10 ein. Und dann sehen Sie, haben wir dann nicht mehr so viele Produkte zur Übersicht. Aber das macht ja nichts, weil im Endeffekt ist die Übersichtlichkeit dann da gegeben. Und jetzt können Sie natürlich nach Gusto, wie Sie es entsprechend dann haben, den Hebel aussuchen. Und Sie sehen, hoher Hebel heißt im Endeffekt, die Knockout-Barriere ist nicht so weit entfernt. Niedriger Hebel, wenn ich unten gehe, die Knockout-Barriere ist eben entsprechend weiter entfernt. Und wenn ich hier beispielsweise eins dieser Produkte mal aufrufe, dann komme ich auf eine nächste Seite. Sie sehen hier oben, Endlos Turbo Long, das markiere ich auch nochmal eben, mit diesem Basispreis, Open End, also keine Laufzeitbegrenzung, auf den Basiswert Silber, also auch nochmal gucken, dass man wirklich das richtige Produkt hat. Ja, und aktuell kosten diese Produkte 2,02 zu 2,04, also auch verhältnismäßig enger Spread. Sie können sich hier noch den Chart anschauen des Produktes, beziehungsweise hier oben können Sie auch wählen, dass Sie den Basiswert als Vergleich dann entsprechend schauen wollen. Ja, und wenn Sie noch ein bisschen weiter runter scrollen, kriegen Sie eine ganze Menge an weiteren Informationen über das Produkt selbst. Und jetzt komme ich kurz auf eine Zuschauerfrage. Haltekosten wurden genannt. Jetzt ist natürlich die Unterscheidung, was habe ich für Haltekosten? Ich meine, ganz ehrlich, wenn Sie natürlich, ich sag mal, zu einer Bank gehen und kaufen sich dort einen Silber- oder einen Goldbarren und legen den zu Hause in Safe, sind Ihre Haltekosten rein theoretisch null. Vielleicht Versicherung müsste man nehmen. Der Safe ist auch nicht ganz billig. Das sind natürlich dann dort Haltekosten. Haltekosten, wenn Sie es physisch in ein Schließfach legen, haben Sie dort Haltekosten. Und genauso haben Sie natürlich Haltekosten, wenn Sie sich ein solches Produkt in Ihr Portfolio legen. Und wie sind dort die Haltekosten? Die zahlen Sie in Form von Zinsen, kann man sagen. Und zwar ist dann das hier für Sie Wichtige, der sogenannte Anpassungsprozentsatz per anno. Der liegt, Sie sehen es hier gerade, bei etwa 5,08%. Was heißt das? Nun, Sie zahlen bezogen auf den Preis des Produktes 5,08% pro Jahr. Und das entsprechend, also auf den Basispreis. Und diese 5,08% wird durch 365 geteilt. Das heißt, rein theoretisch müssten Sie also 5% vom Basispreis. Jetzt müssen wir mal kurz ein wenig nach oben scrollen, wo haben wir es denn? Vom 12,478, das ist ja entsprechend hier gleich, Knockout und Basispreis sind gleich. Und Sie müssten dann entsprechend rechnen, 5% bezogen auf 12,48 Dollar durch 365. Und das ist der tägliche Anpassungssatz. Das sind also dann wirklich ganz kleine Beträge, die dann entsprechend aufgeschlagen wird. Und dadurch steigt, wie Achtung, die Knockout-Barriere täglich um einen ganz kleinen Betrag an. Heißt aber auch, das ist kein Produkt, um es sich ins Portfolio zu legen und ewig dort liegen zu lassen. Sondern im Endeffekt, Sie haben ja hier nicht unerhebliche Anpassungsgrundsätze, die sich irgendwann aufsummieren. Und dann kann es irgendwann sein, dass sich das Ganze vielleicht, ich sag mal, dem aktuellen Silberpreis annähert, wenn sich Silber denn nicht bewegt. So, und dann werden Sie entsprechend allein durch die Anpassung dort ausgenockt. Also deswegen, es sind tendenziell Produkte eben für kurz- bis mittelfristige Spekulation, ist aber kein Produkt, um es lang in seinem Portfolio zu belassen. Damit wollte ich es eigentlich Spreeseiten dieser bewenden lassen. Eine Information vielleicht noch, wenn Sie ein bisschen weiter runter scrollen. Wie gesagt, Produktbeschreibung haben wir hier auch nochmal einen Chart. Und ich gehe nochmal ganz nach unten. Dann haben Sie entsprechend, wo haben wir es denn? Research, genau. Beziehungsweise haben Sie entsprechende Informationen, die Sie hier natürlich haben. Und auf der Seite finden Sie ansonsten auch eine ganze Menge an Informationen zu den Produkten an sich. Da kann ich Sie entsprechend dann, ich gehe mal vorsichtig zurück, dann vielleicht hier auf unser Beispiel Magazin hinweisen, wo wir entsprechend auch immer wieder uns verschiedene Basiswerte anschauen und analysieren. So, da Ihre Geduld nicht zu sehr strapazieren, gehe ich nochmal schnell zurück auf die Präsentation, um die letzten ein, zwei Folien zu zeigen. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
Jawohl, da sind wir. Fragen konnten wir hoffentlich, glaube ich, alle beantworten. Es sind ein paar mehr gewesen. Deswegen hat es heute leider ein bisschen länger gedauert. Trotzdem danke, dass Sie da beigeblieben sind. Ja, keine offenen Fragen sehe ich aktuell. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich nochmal ja, an unsere Referenten der Trading-Gruppe 2.0 für ihre Ausführungen. Und dann möchte ich Sie zum Schluss noch auf unser Webinar nächste Woche, dann wieder beim Kollegen Markus Landau hinweisen, am 3.9. dann wieder The Big Picture mit unseren beiden Analysen aus der technischen Abteilung Dirk Oppermann und Armin Kremser. Ja, wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und uns unsere Trading-Ideen sich anhören mögen. Ansonsten, meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank auch nochmal für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar interessante Trading-Ideen, Tipps und Neuigkeiten überbringen. Wünsche Ihnen natürlich jetzt noch für Ihre kommende Trading-Woche alles Gute, einen schönen restlichen Abend und natürlich wie immer an dieser Stelle eine erfolgreiche Handelswoche. So rum, machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und auch von uns natürlich noch einen schönen Abend, gute Trades weiterhin und bis zum nächsten Webinar. Machen Sie es gut. Ciao.